Grizar ist das Urbild eines kretischen Dorfes. Das dachte sich wohl auch Jules Dassin, der hier 1956 den Film Celui qui doit mourir, der Mann, der sterben musste, drehte. Vorlage für den Film war Nikos Kazantzakis Roman Griechische Passion. Das griechisch-orthodoxe Nest Griza lehrt uns, dass nicht alle Kreter ähnlich tief mit dem Glauben verwurzelt waren wie die gut 1000 Einwohner des schmucken Dorfes. Nikos Kazantzakis hegte schon weit vor den Stones Sympathien für den Teufel. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Amerikaner wie der Griechenland-Liebhaber Tom Hanks nennen den Strand aufgrund seiner Form Lightning Bolt. Auf Kreta ist er als Seitan Limania bekannt, der Hafen des Teufels. Apropos Luzifer, die niedlichen Frauen, der Frühling, die Spanferkel, der Wein, alles ist Teufelswerk. Und Gott hat nur die Mönche, das Fasten, den Kamillentee und die hässlichen Frauen erfunden. Sobald diese Melodie erklingt, werden auch diejenigen, die Nikos Kazantzakis bis dato für ein weiteres unaussprechliches griechisches Wort gehalten haben, wach. Na, man muss nicht wissen, nach wem der Flughafen der Inselhauptstadt benannt ist. Und es ist auch vollkommen Bowidel, warum hierzulande jedes zweite griechische Restaurant Sorba heißt. Oder? Stets beteuert,
dass er nach seiner Ankunft in Stavros sofort in die Rolle des Kretas geschlüpft ist. Ihm hat es total gefallen und zugesagt, wie die Bewohner der Halbinsel Akrotiri unrasiert, die Hemden bis zum Bauchputzel geöffnet, barfüßig im Café Nion ihren Frappé schlürften. Nur mit dem Hasapiko, dem Tanz der Metzger, hat sich Anthony unglaublich schwer getan. Beim Versuch verknotete er sich mehrmals die Beine. Der Regisseur Michael Kakoyanis musste sich was einfallen lassen. Der Sirtaki wurde geboren. Wir wandeln weiter auf den Spuren von Nikos Kazantzakis und begeben uns nach Leda. Voller Begeisterung schrieb der bekannteste hellenische Schriftsteller der Neuzeit seinem Gspusi Eleni. Die Trauben, die Birnen, die Melonen, die herrlichen ersten Regenfälle. Eleni, komm nach Kreta! Der Aufenthalt im seinerzeit nahezu menschenleeren Örtchen scheint eine Art Schlüsselerlebnis für die Erschaffung von Alexis Sorba gewesen zu sein. Mit etwas Fantasie oder nach ein paar Stampeln Zikudia lässt sich die Gestalt des riesenhaften sitzenden Löwen erkennen. Kazantzakis bezog im König der Tiere eine kleine Höhle. Das indigoblaue Wasser, das allnächtlich funkelnde Phänomen des grenzenlosen Sternenhimmels und die absolute Abgeschiedenheit waren mitunter die Inspiration für Kazantzakis Meisterwerk. Thank you.
Horm auf dem Kanapee fühlt man sich beim kretischen DVD-Abend mit was Feines vom Griechen und einer bäuchigen Bottle Kechribari sofort von Anthony Quinns guter Laune angesteckt. In seiner Rolle des Alexis Sorbat lebt der bodenständige Lebenskünstler getreu nach dem Motto Today is life, tomorrow never comes. Die Vorstellung, dass auf Calydon, der Insel unter uns, seit dem Gründungsjahr des Zweitligisten Schalke 04 schwerkranke Menschen, die unter der Infektionskrankheit Lepra litten, stationiert waren, fällt sehr schwer. Während Serienfans heutzutage auf den Spuren von Game of Thrones durch Dubrovnik pilgern, lockte Ende der 70er Jahre die BBC-Serie Who Pays the Ferryman zahllose Briten auf das wunderschöne Kreta. Keine 28 Jahre später gelang Victoria Hislop mit dem Roman The Island ein Bestseller. Basierend auf dem Buch produzierte Griechenlands ältester Privatsender die Serie Tonisi. Tonisi wurde zum Straßenfeger. Als die 26 Episoden ausgestrahlt wurden, lief nichts mehr zwischen Armenio und Gavdos. Geht's auf einen edlen Tropfen Grassi nach Grassi. Größten Platane Europas und am Michali Vrissi, dem großen Brunnen, spielt und spielte sich das soziale und intellektuelle Leben ab. Nikos Kazantzakis soll in dem wunderschönen Dorf Grassi einige Sommer verbracht haben. Seine erste Frau, Galatea Alexio, stammt genau von hier. Unsere kurze literarische Reise leider nicht mit einem Happy End. Denke ich an Anovianus, denke ich zwangsläufig an den Soldaten der Luftlandeschule im oberbayerischen Altenstadt, der Besuchern am Tag der offenen Tür mit stolz geschwellter Brust von den Einsätzen der Fallschirmjäger auf Kreta berichtete. Am 14. September 1943 verlautete General Friedrich Wilhelm Müller folgendes: Tagesziele nicht ganz erreicht. Bisher sind 280 Griechen auf der Flucht erschossen. Kato Simi und Pevki
sind niedergebrannt. Die männliche Bevölkerung von Anuvianus wurde festgenommen. Stets erinnern, niemals vergessen. Lippenbekenntnisse waren der Künstlerin Carina Reck nicht genug. Sie erschuf im Idergebirge ein Monument für den Frieden.